Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute im Namen von Wikimedia Deutschland hier Sie und euch alle begrüßen darf. Es ist mir wirklich eine große Freude. Wikimedia ist ja die Gesellschaft zur Förderung freien Wissens und das versuchen wir in verschiedene Richtungen zu tun, in die Politik hinein, in die Kultur, in die Bildung und eben auch in die Wissenschaft mit dem Förderprogramm Freies Wissen. Die Geschichte unseres Vereins beginnt 2004 und eigentlich beginnt sie 2001 mit der Wikipedia. Und auch die Wikipedia hat natürlich noch eine Vorgeschichte und ich dachte, anstatt jetzt die Geschichte unseres Vereins zu erzählen, was vielleicht nur mäßig spannend wäre und zudem eine Spanne von 18, 14 Jahren inzwischen, erzähle ich ganz kurz die Vorgeschichte von Wikipedia, weil die kennen, glaube ich, nur ganz wenige. Es wurde nämlich 2000 die Nupedia gegründet. Und die Idee von der Nupedia war, ein weltweites Journal zu schaffen für peer-reviewed Wissen, enzyklopädisches Wissen. Und wenn die Geschichtsschreibung stimmt, wurde darum ein wahnsinnig kompliziertes Verfahren aufgebaut mit einem 7-stufigen Peer-Review-Verfahren. Das heißt, die Community darum war nur sehr, sehr klein. Es waren nur wenige ausgewählte, möglichst promovierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die angefangen haben, Artikel zu schreiben für diese Enzyklopädie mit gesichertem wissenschaftlichen Wissen. Sie haben es geschafft, in dem ersten Jahr so etwa 20 Artikel zu schreiben und haben dann Anfang Januar 2001 die Wikipedia gegründet. Und die Wikipedia war eigentlich nur so ein Nebenprodukt, eine Vorstufe dazu, wo man dachte, da kann man Artikel schon mal vorbereiten und die Wiki-Software ermöglicht es natürlich, das kollaborativ zu tun. Das war neu, das war anders. Und dann können die ins Peer-Review-Verfahren, wenn die einen gewissen Stand erreicht haben. Jetzt hat das Ganze eine Dynamik entwickelt, die niemand vorhergesehen hatte. Und während im ersten Jahr 20 Artikel auf Nupedia erschienen sind, sind im ersten Monat schon 200 in der Wikipedia geschrieben worden. Am Ende des Jahres waren es 18.000 und 18 Sprachversionen. Und der Rest ist dann auch Geschichte. Wir haben inzwischen über 2 Millionen in der deutschsprachigen Wikipedia und so weiter und so fort. Warum erzähle ich das? Nicht, weil ich der Meinung bin, dass die Wikipedia und die anderen Wikimedia-Projekte diesen ganzen Peer-Review wissenschaftlichen Zeitschriften vielleicht das ähnliche Schicksal angedeihen lassen sollten wie den Lexika. Wobei, gut, es gibt da schon Punkte, wo man drüber nachdenken könnte, ob wir da die richtigen Anreiz- und Reputationssysteme haben mit Impact Factor und Co. Nee, ich erzähle das aus einem anderen Grund. Ich erzähle das, weil ich finde, dass man von dieser Energie und auch dem Erfolg der Wikimedia-Projekte eigentlich ganz schön was ableiten kann, was ich mir für offene Wissenschaft wünsche und was ich auch Ihnen und euch für offene Wissenschaft wünsche. Und das sind eigentlich zwei Dinge, die beide damit zu tun haben, dass offene Wissenschaft, neben all dem, was wir gehört haben, dass es mehr Arbeit macht und Hürden, nee, dass offene Wissenschaft auch Spaß machen soll. Spaß machen aus zwei Gründen. Zum einen, weil man beim eigenen Tun merkt, okay, ich tue das jetzt nicht nur, um den nächsten formalen Baustein für meine Karriere hier gerade zu bauen, sondern ich tue das für eine größere Idee. Ich tue das, weil ich Wissen schaffen möchte, weil ich Wissen haben möchte, was anderen nützt, was andere nachnutzen können, was anderen zugänglich ist, was freies Wissen ist. Und das ist eine große Idee. Und ich tue das, weil ich dadurch auch in den Dialog komme, weil ich mich plötzlich mit meiner Wissenschaft in einen Austausch begebe, wo ich Feedback bekomme von Leuten, die ich noch nie getroffen habe, die aber vielleicht super Insights haben zu meiner eigenen Forschung, weil ich dadurch auch mich öffne für andere Perspektiven, für andere Erfahrungen, weil Wissen dadurch diverser werden kann, weil Wissen dadurch letztlich auch, ja, tiefer und bunter und besser werden kann. Und das ist das, was ich hoffe, dass es als Erfahrung des Fellow-Programm ein Stück weit auch mit ermöglicht. Und dabei wünsche ich einfach viel Spaß. Dankeschön. Sebastian, das war kein Diss. Komm gerne nach vorne.
Sebastian Hornbach vom Stifterverband, sozusagen vertretend für den Stifterverband. So ist es. Genau, richtig. Beziehungsweise eine Doppelrolle. Hallo, ich freue mich sehr. Das hat jetzt zwei Teile. Der erste Teil ist Hochschulforum Digitalisierung und der zweite ist Stifterverband. Und das sind so ein bisschen zwei Personen, die ich gerade in mir vereine. Ich fange jetzt mal an mit dem Hochschulforum Digitalisierung, denn diese Veranstaltung, das hat der eine und die andere hier im Publikum sicherlich mitbekommen, ist Teil der Themenwoche Shaping the Digital Turn. Und das ist auch die erste öffentliche Veranstaltung von der Themenwoche Shaping the Digital Turn. Daher auch diese etwas nerdigen Namensschilder. Und ich würde gerne ganz, ganz kurz was zur Themenwoche erzählen, bevor wir eigentlich hier zum Thema freies Wissen und Stifterverband und warum wir das eigentlich machen, warum wir hier mitmachen. Themenwoche, die geht bis nächsten Freitag. Da sind ganz, ganz viele spannende Veranstaltungen dabei. Die meisten sind schon ausgebucht, einige wenige noch nicht. Einige von euch sind auch dabei bei anderen Veranstaltungen, darüber freue ich mich sehr. Wenn ihr auch bei anderen Veranstaltungen dabei seid, wir haben hier Namensschilder und da kann man so Buttons für die verschiedenen Veranstaltungen draufkleben. Dann könnt ihr kommunizieren, dass ihr auch da seid, dann klebt das da drauf. Und wenn ihr euch für die Themen der Themenwoche interessiert, es gibt hier eine wahnsinnig gute Zeitschrift. Das ist die Synergie, das ist quasi die Brand 1 zur Digitalisierung im Hochschulbereich. Die ist heute frisch erschienen. Ihr könnt euch eine der ersten Ausgaben schnappen. So, das war jetzt der Werbeblock und jetzt kommen wir zum Stifterverband. Der Stifterverband, um vielleicht jetzt auch einen kleinen historischen Ausblick zu machen. Den Stifterverband gibt es schon sehr lange, viel länger als Wikimedia, und zwar seit 1920. Und der Stifterverband heißt, wenn man den kompletten Namen, wie wir im Vereinsregister stehen, nimmt, das ist der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft. Der Stifterverband ist ein Wissenschaftsförderer. Wir sind eine Organisation, die seit nahezu 100 Jahren Wissenschaft in Deutschland fördert. Wir hatten im Wissenschaftssystem vor allem nach dem Krieg eine sehr große Rolle. Da gehörten wir tatsächlich zu den Hauptfinanziers der deutschen Wissenschaft. Es waren nach 1945 verständlicherweise so gut wie keine staatlichen Gelder dafür da, um Wissenschaft zu betreiben. Da gab es auch Wichtigeres zu tun, Wohnungen zum Beispiel zu schaffen für Millionen vertriebene Leute oder Obdachlose gewordene Leute, unter anderem Hungerwinter etc. Und das war tatsächlich eine Zeit, wo auch der Stifterverband eine sehr große Rolle gespielt hat, eben überhaupt Wissenschaft weiter zu betreiben oder überhaupt das Wissenschaftssystem wieder aufzubauen. Das ist so ein bisschen unser Hintergrund und das ist auch immer noch so die DNA vom Stifterverband. Wir versuchen, das Wissenschaftssystem in Deutschland voranzubringen und weiterzuentwickeln, wenn auch unsere Rolle als Finanzier der Wissenschaft, wenn man ganz ehrlich ist, im also selbst Promille-Bereich, homöopathischen Bereich, ist, da gibt es andere, die das machen. Aber wir haben unsere Rolle weiterentwickelt und wir sehen uns als quasi Impulsgeber für die Hochschulen, für die Wissenschaft und versuchen, das voranzubringen. Und das ist halt auch der Grund, warum wir hier dabei sind. Uns geht es nicht um freies Wissen. Freies Wissen ist eine schöne Sache, aber das ist uns per se als Stifterverband erstmal relativ egal. Was uns wichtig ist, ist ein leistungsfähiges Wissenschaftssystem. Und da kommen wir zusammen. Wir sind überzeugt, absolut überzeugt davon, dass Open Science die Wissenschaft in Deutschland natürlich international weiterbringt und verbessert, leistungsfähiger macht. Die Argumente dafür muss ich euch nicht groß nennen. Da geht es um Nachnutzbarkeit, Nachvollziehbarkeit von Forschung. Da geht es um Effizienz. Wenn Leute schon etwas gemacht haben, warum muss es ein anderer denselben Arbeitsschritt nochmal machen und nochmal und nochmal und nochmal? Wenn Softwares, wenn Daten, wenn Methoden nachnutzbar sind, muss man nicht immer wieder alles neu erfinden. Das wisst ihr alles. Mein Impetus an dieser Stelle wäre allerdings, warum ist das Wissen, also warum, wenn ihr das wisst, warum wissen das nicht die anderen? Warum nutzen nicht alle schon Open Science? Warum arbeiten nicht alle Wissenschaftler mit Open Science Methoden? Und die Antwort ist relativ einfach. Systeme verändern sich sehr langsam. Häufig bleiben schlechte Systeme sogar. Ich finde immer, das beste Beispiel dafür ist die Computertastatur. Ich meine, die ist sehr, sehr merkwürdig angelegt und wie die meisten von euch wissen, ist die nicht nach Effizienzgesichtspunkten angelegt, die Computertastatur, sondern nach Ineffizienzgesichtspunkten, denn die erste
ersten Schreibmaschinen haben sich sehr, sehr leicht verklemmt. Und deswegen hat man die Tastatur, diese QWERTY-Tastatur, so angelegt, dass die Tasten möglichst schlecht erreichbar sind, dass die Leute möglichst langsam schreiben, damit sich die Schreibmaschine eben nicht verklemmt. Das ist natürlich ein Problem, was es schon lange nicht mehr gibt. Nichtsdestotrotz haben wir immer noch eine sehr ineffiziente Tastatur. Und diese Gefahr besteht durchaus auch im Wissenschaftssystem. Nur weil Open Science unbestrittenermaßen besser ist, heißt es nicht, oder Wissenschaft besser macht, heißt es nicht, dass damit irgendwie bereits alles gewonnen ist. Und deswegen ist so ein bisschen mein Aufruf an euch, also an euch neue Stipendiaten, an euch neue Fellows. Ihr seid ein Stück weit die diese Ideen weitertragen sollen. Ihr sollt in diesem Programm ein Stück weit fit gemacht werden, euch soll geholfen werden, mit Open Science Methoden besser umzugehen. Ihr habt Mentoring, ihr kriegt Geld und versucht Leuten klarzumachen, versucht in euren Institutionen Leuten klarzumachen, nicht, dass es moralisch besser ist. Für mich ist das ein Nebenargument, sondern dass dadurch Wissenschaft besser wird, dass dadurch Wissenschaftsorganisation, Hochschulen, Forschung besser funktioniert. Das muss das Argument sein, das muss der Impetus sein und ich hoffe, dass ihr das raustragt, denn ich bin sehr, sehr überzeugt, sowohl persönlich als auch als Vertreter vom Stifterverband. Deswegen ganz herzlichen Dank, dass ihr da seid, ganz herzlichen Dank, dass ihr das macht und ich freue mich auf einen spannenden Abend und auf morgen noch einen spannenden Vormittag, denn ich bin ziemlich eingebunden auch in andere Veranstaltungen der Themenwoche, das heißt, ich werde nur morgen Vormittag noch da sein. Vielen Dank, schönen Abend euch. Danke.